Hallo zusammen. Sorry, wenn wir zu stürmisch starten. Wir können es nämlich gar nicht abwarten, euch endlich unseren neuen Zusammenschnitt von Überwachungsvideos zu zeigen. Lasst uns loslegen. Fast jeder von uns als Kind nach dem Anschauen von Power Rangers. Fight! Das Ärgerliche ist, wenn sie ihn angesehen hätten, wäre ihm der Trick bestimmt nicht gelungen. Lasst uns mal davon ausgehen, dass er dadurch einen unangenehmen Geruch aus der Raumluft entfernen wollte. Er hat es doch wirklich vor, oder? Dieser Clip wird euch lehren, euer Handy in einem anderen Zimmer liegen zu lassen, bevor ihr mit dem Zocken beginnt. I was playing the game and I got down the phone. Okay. That was my bad. What? No. It's only me home. Okay. It's not like home to you. Beim Spielen eines Shooters hat dieser Bursche aus Versehen die Polizei angerufen und sagte, er habe zwei Personen getötet. So kam es, dass er ohne es zu wollen GTA im echten Leben nachgespielt hat. Ich, wenn auch nur ein winziges Hindernis auf meinem Lebensweg auftaucht. Unter der Woche arbeitet er hier und am Wochenende trainiert er Saitama. Eure Aufgabe ist es, es auszurechnen, wie viele Frauen wie das Mädchen links im Bild nötig gewesen wären, um das Gleichgewicht zu halten. Wow. Es heißt, Dehnen vor dem Training verhindert Verletzungen. Mag sein, aber nach dem Training scheint es das Gegenteil zu bewirken. Ein Clip zur Unterstützung all derer, die sich selbst für zerstreut halten.
Zum Mittag gibt es heute Snacks statt einer richtigen Mahlzeit. Aber der Nachtisch darf nicht fehlen. Langweilt ihr euch bei Meetings auf der Arbeit? Die Mitarbeiter dieser Firma kennen das Problem gar nicht. Und das ist eine typisch indische Phobie. His name is John C. Wenn der Winzling verlangt, Gassi zu gehen, sollte man dem besser Folge leisten. Der Vierbeiner heißt Venom und erscheint sich nach einem neuen Wirt umzusehen. Das nächste Mal, wenn euch eine Beschäftigung sinnlos erscheint, denkt an diese Männer, die den Schnee in Alaska räumen müssen. Oder an diesen armen Kerl. Wenigstens muss er nicht aufs Dach klettern.
Nach so etwas wäre es nicht schlecht, Urlaub zu nehmen. In dieser Fabrik werden Lichtschwerter hergestellt. Wieso hat man zwei so ähnliche Pedale gemacht? Der Mann ist heute mit seinem Auto unterwegs. Aber sollte er in einen Stau geraten, würde er mit dem Motorrad nach Hause zurückkehren. Es wäre lustig, wenn er kam, um das Dach zu reparieren. Der Plan dieser Männer, den Freitagabend mit ihrem Lieblingsbier zu verbringen, ging früher in Erfüllung als gedacht. Es hätte noch schlimmer kommen können. Du willst einen tollen Film in wenigen Minuten anschauen, ohne zurückzuspulen? Kein Problem! Der Süßes Popcorn-Kanal hat ein mega bequemes Format, das nur auf dich wartet. Kurze Nacherzählungen von Filmen, vom Autorenfilm bis zum Hollywood-Blockbuster. Hol dir dein unbegrenztes Ticket, indem du auf Abonnieren klickst.